Ja, Verblüffendes zur Kugel und die sogenannte Mercator-Projektion, was das alles miteinander zu tun hat und wie ich drauf gekommen bin, war das hier, die Querdenkerbommel. Ich dachte mir, Mensch, wenn ich da einen Tennisball nehme, wie viel Fläche brauche ich, um den komplett so einzuwickeln, dass er einigermaßen glatt anliegt, also dass das zu wickelnde Papier einigermaßen anliegt. Aber das geht ja auch anders, ne? Man knüllt einfach Alupapier zusammen. Aber die Anleitung, die gibt es bei Dr. Schiffmann auch. Ja, das war so die Idee. Und dann habe ich mir das mal so kurz aufgemalt und dachte mir, Moment, wenn ich aber hier wenn ich einen Zylinder nehme, der genauso hoch ist, also hier so hoch wie die Kugel auch, und die Kugel berührt den Zylinder praktisch an allen Stellen, oben am Deckel, unten am Grund, und ja, was passiert dann? Der Streifen, der wird sich auf jeden Fall bis hierher hin anlegen. Und wenn ich das aber mit vielen Streifen tue, dann überlappen die sich. Und was mache ich mit dem Überlappenden? Ja, dann könnte ich diesen Teil nehmen und hier oben rankleben. Das waren so meine Grundgedanken. Aber es geht auch anders. Ich dachte mir, warte mal, das kannst du auch ausrechnen. Das geht eigentlich viel schneller. In allen Tabellenwerken sieht man Formeln entsprechend. Und wir dürfen uns ja bei der Kugel getrost annehmen, ne? Vom Mittelpunkt haben alle Punkte auf der Kugel, egal wo, auch hier oder hier oder hier oder hier, haben immer den gleichen Abstand. Das ist der Radius. Ne? Der strahlt, Radius, Radium, das Strahlende, der strahlt vom Mittelpunkt aus zu jedem einzelnen Punkt auf der Kugeloberfläche. Und jetzt nochmal die ganze Skizze von oben nochmal anders betrachtet. Also kann ich doch sagen, dass, wenn das wirklich so ist und die Kugel diesen Zylinder oben am Deckel und unten am Grund berührt, ja, dann habe ich hier den Radius logischerweise. Und dann kann ich sagen, das Stück ist auch der Radius, ne, von der Mittellinie durch die Kugel gezogen. Einmal den Radius und nach unten auch nochmal. Und jetzt wird es leicht. Wenn ich die Mantelfläche eines Zylinders, übrigens die links hier, wenn ich links, ich weiß, wo links ist, aber also die Verweise, die links, die hier oben immer als I erscheinen, wenn nicht, dann klickt mal hier rein oder fahrt mit der Maus hier rein und geht mit dem Finger dahin, dann seht ihr das. Da kann man sich dann noch in anderen Videos von mir entsprechend weiterbilden. Da muss ich jetzt nicht drauf eingehen. Wenn ich also sage, die Mantelfläche des Zylinders ist 2 Pi mal R mal H, aber die Höhe, ne, die Höhe des Zylinders ist aber 2R groß, und wenn ich dieses H ersetze durch 2R, dann kann ich die Formel so nochmal hinschreiben. Dann steht 2 Pi R mal, und statt H schreibe ich 2R, fasse das zusammen, 2 mal 2 ist 4, R mal R ist R Quadrat, und dann kommen wir auf 4 Pi R Quadrat. Und wenn ich dann wieder nachschaue in entsprechenden Werken, dann kann ich sagen, okay, dann gucke ich mal, was die Oberfläche einer Kugel ist. Oh, die ist ja auch 4 Pi R Quadrat, also sind die beiden Flächen gleich. Das ist ganz schön. Was hat das mit der Mercator-Projektion zu tun? Betrachten wir uns mal die typische Weltkarte, und jetzt habe ich die Quelle Wikipedia genommen. Wikipedia ist nicht immer und immer ganz schlecht. Und da fällt einem doch immer auf, dass in den Kartendarstellungen, wie wir sie kennen, Alaska sehr groß ist und die Antarktis auch furchtbar groß. Wenn wir uns jetzt aber mal die Bilder, die gedachten Bilder jetzt, wir kommen, nehmen wir mal an, von Süden irgendwie an die Erde herangeflogen, anschauen, dann ist doch tatsächlich die Antarktis gar nicht so groß wie hier. Oder gucken wir Alaska, so eine Fläche, und dann, ja, sieht ähnlich von der Gestalt her aus. Ja, mathematisch nicht ähnlich, aber man kann es ungefähr erkennen, und wenn man weiß, wo man ist, dann ist das auch Alaska, und siehe da, ne, so groß ist sie gar nicht. Klar, im Mittelalter war das 1500 tralala, 1400 tralala. Gerhard Mercator hatte diese Projektionsart entwickelt, damit man immer, wenn man praktisch die Kugel so auseinanderzerrt wie hier, damit man immer schöne gerade Meridiane hat und dementsprechend auch mal einen Kurs so einzeichnen kann, also gerade, und immer den gleichen Winkel hat, also immer den gleichen Kurs fahren kann. Das war so die Grundidee. Da gibt es noch andere Projektionsarten, will ich jetzt aber gar nicht drauf eingehen. Wer etwas sehr Schönes sehen möchte, gibt das Wort Mercator-Projektion bei YouTube ein und schaut sich mal die Animationen ein paar Sekunden an, wie sich die Mercator-Projektion auch darstellen lässt, animiert darstellen lässt. Sehr schöne Videos, also einfach Mercator
Leerzeichenprojektion oder Mercator-Projektion als ein Wort. Man kann es Projection, Projection mit C oder mit K schreiben, ganz egal. Ja, also verblüffend war für mich letzten Endes nur eins, das hier. Ich brauche genauso viel Papier, dass das einem Zylinder entspricht, in welchem die Kugel praktisch Decke und Boden und die Ränder berührt. Und mehr brauche ich nicht. So, ansonsten sage ich mal, sind wir durch das Thema durch. Und ich ja, kann bloß noch sagen, jetzt guckt auf die Links, die hier erscheinen hier und die hier oben, da bin ich schon drauf eingegangen. Und ja, ich wünsche euch was. Einen schönen Sonntag. Es ist ja nicht mehr lange, dann wird sich was entscheiden. Ne? Also 20 Uhr. schaut in die Links in der Videobeschreibung, da ist noch mehr. Noch einen schönen Sonntag und bis zum nächsten Video. Tschüss, tschüss.